So, hallo meine Lieben. Jetzt war ich ein bisschen unterwegs und war jetzt beim EDEKA schnell einkaufen. Davor hatte der Dina ihr Insulin geholt vom Tierarzt. So, da kam einmal die 8 Türen mit. Dann habe ich einen Roggenbäcker mitgenommen. Und als ich dann am Auto war und habe das eingepackt, dachte ich, Mama, ich habe ein Brot gekauft. Ich habe mir noch eingefroren von meinem Gebackenen. Ne? Ist ja nicht wild, da bleibt es halt noch eingefroren. Dann kernlose Trauben. Zweimal Sauerrahm, die sind für die Dürüm. Mein Mann mag diese Bonbons hier so gerne. Und das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen. Und ich glaube, die kriege ich nur beim EDEKA. Weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall habe ich die jetzt noch mitgenommen. Ich muss mal, wenn ich beim Lidl habe ich keine gefunden, aber wenn ich mal beim Aldi wieder bin, müsste ich da mal gucken, ob ich solche Bonbons da haben. So, dann kam mit einmal Dinkelmehl, Typ 630, Weizenmehl, 550, und ein Rochenmehl. Was hat das? Das 1150. Dann kam mit Paprika Dürüm, Salatgurke. Dann habe ich einmal Energy mitgenommen, weil heute kommt auch so ein Mann. Der ist hier. Ja, dann kriegen die gerade die Flasche hingestellt. Dann einmal ein Nutella. Und einmal den Sahne-Schmelzkäse und einmal den Gouda-Schmelzkäse. Dann auch für Dürüm Salat, Tomaten, in der EDEKA-App habe ich einmal Alpensalz, das hatte ich kostenlos drin, wenn ich irgendeine Stufe erreicht habe. Dann für Dina diese Beefstick. Einmal Nassfutter für Dina. Also diese Eigenmarke hier vom EDEKA. Dann habe ich zweimal Butter mitgenommen. Die war jetzt gerade im Angebot, die Kerry Gold für 1,69 glaube ich. Auf alle Fälle hatte ich dann in der App noch 10 Cent Rabattcoupon, also hatte noch 1,59 dann eigentlich gekostet, ich weiß es gar nicht. So, dann einmal Pommes McCain. Die werde ich dazu machen zu den Dürüm. Und zweimal Kiwi. Die werde ich machen. So, zweimal Kiwi sind voll groß, ne? So, und das war's schon. Das war alles. Ratzi-Fatzi. Dina lauert schon wieder. Gib ich hier mal so eins hier. Das ist so süß. Ich verpasse es nur immer, das mal aufzunehmen. Dina sagt immer Hallo, wenn ich heimkomme. Und dann, wenn mein Mann heimkommt, ist egal. Zum Sohnemann lädt auch Hallo. Das ist so schön. Bitte schön. So. Ja, ich habe gedacht, ich mache die Dürüm, da bestreiche ich die mit der Sauercreme, mit dem Sauerrahm. Bestreiche ich die, dann habe ich noch Hackfleisch, das tue ich dann anbraten. Mache eine Dose Mexiko-Mais dazu. Ne, Texas-Style. Den hier. Kommt dazu. Und ja, das wird schön gewürzt. Und dann kommt es drüber über den Sauerrahm. So, davor halt natürlich noch den Salat, ne? Ein Salatblatt, bisschen Paprika schneide ich klein. Tomate weiß ich nicht, ob die reinpasst, ne, dass ich den dann nicht mehr zukriege. Aber dann lege ich die so zum Snacken dazu. Nebendran gerade, ich habe auch noch Mozzarella, dann könnte ich so Tomate, Mozzarella ein bisschen aufschneiden. Ja, und dann durch das, ich habe so einen Kontaktgrill und dann tue ich den da gerade kurz rein, nur wieder Klammer gedrückt. Mal gucken, ob es was wird. Da habe ich mir einfach so heute mal überlegt. Gut, dann kurz und knackig wünsche ich euch einen schönen Tag. Genießt den Tag, bleibt gesund und bis bald. So, meine Lieben, ich habe gedacht, ich melde mich dann doch noch mal kurz und zeige euch das jetzt gerade mal. Also das ist der Dürüm. Dann habe ich da diesen Sauerrahm hier drauf. Normalerweise hätte ich da noch Knoblauch klein geschnitten und rein. Aber da ich ja vergessen hatte, dass ich ja noch einen Zahnarzttermin heute Abend habe, lasse ich das mal lieber. Ja, also dann habe ich Salat drauf, habe Zwiebeln habe ich drauf. Gut, ich nehme schön Mundwasser und so weiter dann. Und Paprika. Ja, dann habe ich hier das Hackfleisch angebraten und habe da gerade so eine kleine Dose von diesem Texas Mais, wie man das nennt. So, jetzt mache ich mir hier gerade ein bisschen drauf. Ich habe das auch gut gewürzt. So. Und da ich jetzt zwei Hände brauche, also halt Käse, da habe ich jetzt den Gouda, kommt da noch, ich sag's euch, mit einer Hand ist das alles ein bisschen schwieriger, so, dann kommt da noch Käse drüber, auch den ich jetzt daneben geschmissen habe. So, und jetzt muss ich euch leider weglegen, zum Zusammenklappen brauche ich leider zwei Hände. So, also ich habe den unten einmal eingeklappt, dann Seiten rechts, links und oben klappe ich den jetzt auch nochmal zu, dass ich hier praktisch so ein Päckchen habe. Dann kann mir jetzt da auch nichts rausfallen. Und dann, ja, dann habe ich hier diesen... keine Ahnung, so ein Grill. Und so, dann habe ich den jetzt hier so zusammengeklappt und mache den jetzt hier drauf. Ja. Und dann wird er verspeist.